Willkommen hier bei Xbox, dem Gaming-Universum von Microsoft. Wir stellen hier dieses Jahr keine neue Hardware aus, die kommt erst nächstes Jahr im Weihnachtsgeschäft 2020 raus. Aber eine Hardware, eine neue Konsole ist natürlich auch nichts ohne ein Software-Universum, ein Software-Service. Und den stellen wir heute hier dieses Jahr aus. Es geht um den Xbox Game Pass und den Xbox Game Pass Ultimate. Das ist ein Abo-Modell, bei dem man einmal Mitglied werden kann, monatlichen Betrag von 7,99 oder 12,99 bezahlt und dann zu jedem Zeitpunkt über 100 Spiele auf der Konsole und nochmal weitere 100 Spiele auf dem PC hat. Man kann also hier einfach durch die Xbox Game Pass Bibliothek rumscrollen. Und man wird sehen, man hat wirklich von einem familienfreundlichen Spiel wie Minecraft über Rennspiele wie Forza Horizon 4, aber auch bis hin zu Action-Knallern wie Halo Master Chief Collection oder auch einem Gears 5 alles in dem Angebot enthalten. Und ich würde sagen, wir wechseln mal wieder zurück zu Forza, damit hier unsere Gäste weiterspielen können und ich zeige euch noch was ganz Besonderes. Der Xbox Adaptive Controller ist ein Controller, den wir von Microsoft entwickelt haben für Menschen mit einer Behinderung, die das Gamepad normalerweise nicht in die Hand nehmen könnten. Was man hier sieht, ist ein bisschen so eine Einheit, die viele Menschen irritiert, wo man denkt, ist das eine Kochplatte, ist das ein induktives Ladefeld für ein Handy oder vielleicht doch ein DJ-Set, aber eigentlich ist das nur das Minimum, um sich durch das Menü zu bewegen. Mit den Pfeiltasten rechts, links, oben, unten und AB kann man Daten eingeben und wieder zurück im Menü. Das eigentlich Wichtige ist aber auf der Rückseite des Xbox Adaptive Controllers. Da sind 19 3,5 mm Klinke-Eingänge und zwar 19 für jeden Button auf dem Xbox Gamepad einer. Damit kann man externe Devices anschließen, wie zum Beispiel, wir haben hier ein Fußpedal oder zum Beispiel auch ein Big Button. Personen, die jetzt zum Beispiel mit einem Schlaganfall keine präzise Steuerung mehr über ihre Finger haben, könnten zum Beispiel jeden einzelnen Knopf des Xbox-Controllers auf einen externen Button auslagern. Genauso kann man auch einen Joystick anschließen. Unsere Vision ist, dass zum Beispiel Menschen in einem elektrischen Rollstuhl den Joystick benutzen, mit dem sie sich durchs echte Leben bewegen, um sich dann auch durch virtuelle Welten zu bewegen. Mit dem Xbox Adaptive Controller können Menschen mit einer Behinderung, die bisher nicht die Chance hatten, teilzuhaben am Gaming, endlich auch mitspielen.